In meiner Review-Woche darf natürlich auch kein Sonnenschutz fehlen. Ihr habt abgestimmt im Community-Tab und wolltet meine Meinung zu diesem Teilchen hier haben. Und darüber sprechen wir heute. Viel Spaß! Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und du befindest dich in der Review-Woche. Was heißt das? Es gab bereits schon 4 Reviews, das ist jetzt die 5. Es kommen noch 2 weitere, jeweils immer um 20 Uhr. Und falls du die letzten Videos der Woche nicht gesehen hast, guck dir mal auf jeden Fall die Playlist an. Und wenn du das nicht zeitgleich anguckst, dann kannst du dir auf jeden Fall die Playlist angucken. Da sind alle Videos der Review-Woche drin. Aber heute sprechen wir über ein No-Produkt und wenn du unter das i guckst, findest du ebenfalls auch eine komplette Playlist zum Thema No. Ich liebe die Marke, ich unterstütze die Marke ganz gerne und da gehört natürlich auch der Sonnenschutz dazu. Und da haben wir alle schon so ein bisschen drauf gewartet. Ich habe heute schon einen Post auf Instagram zu dem Thema gemacht. Ich komme gut damit zurecht. Aber das Thema Creme und Sonnenschutz ist wirklich immens davon abhängig, wie deine Haut performt. Nicht jeder mit fettiger Haut hat eine gleiche Hautstruktur oder da reichen schon Nuancen, die ein bisschen anders sind, dass dieses Ding hier nicht mehr funktioniert oder auch jeder andere Sonnenschutz. Was mir halt an dem Sonnenschutz echt gut gefällt, ist, dass es nicht fettig auf der Haut. Na, also gerade wenn du vernünftig viel auftragen musst, weil dann erreichst du auch die Zahl, also die auf dem Sonnenschutz steht, hier ist es ein bisschen anders, da kommen wir auch gleich drauf, musst du halt eben so viel auftragen und ich habe meine Schwierigkeiten, ich trage meistens zu wenig auf, weil mir das zu speckig ist und 99,9% der Produkte, die ich halt verwende oder auch getestet habe, die gehen halt in extrem in die Richtung, dass sie halt speckig auf dem Gesicht sind. Das ist der hier nicht. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als rausgekommen ist. Da habe ich auf Instagram gelesen, dass sich Leute halt darüber beschwert haben, dass der nur 30 hat. In der Regel geht man ja vor so vor. Das ist ja der UVB-Schutz, die 30, die wir hier lesen. In der Regel geht man so vor, um den UVA-Schutz rauszubekommen, tut man den UVB-Schutz durch 3 teilen. Und so ist es auch bei gängigen Produkten so. Also die beziehen sich meistens immer auf den UVB-Schutz. Aber No bezieht sich auch auf den UVA-Schutz und hat einen sehr hohen UVA-Schutz, also gute Filter hier reingebaut, dass wir einen UVA-Schutz von 20 erreichen. Also die 30 reichen da auf jeden Fall aus, was mir unwahrscheinlich gut gefallen hat. Ich blende es euch jetzt mal auch ein und werde es euch unten mal verlinken. Den ganzen Post auf der Seite, den sie gemacht haben bezüglich Sonnenschutz, wie man es aufträgt, wie oft man es halt anwenden soll, also dass man es nach 2 Stunden vielleicht nochmal auftragen sollte und so weiter. So gehe ich nicht vor. Ich trage meinen Sonnenschutz meistens nicht nochmal auf. Ich habe jetzt vor allem auch Mineral-Make-up drauf. Ich trage es einmal am Tag auf und mir reicht das auf jeden Fall. Aber hier sind da auch in den Posts Hinweise versteckt eben, dass wenn du mit Säuren rumspielst, du musst da einfach Sonnenschutz tragen. Säuren und kein Sonnenschutz tragen, das ist halt gefährlich für die Haut. Und Säuren sind inzwischen in der Skincare einfach angekommen. Und da musst du Sonnenschutz tragen, weil da einfach das Hautkrebsrisiko immens nach oben schnellt. Also sei so gut, wenn du wirklich Experimente mit sowas machst, Sonnenschutz tragen. Es geht gar nicht anders. Zumal eben so ein Teilchen hier echt mega gut ist. Besonders für Leute wie mich, die eben eine fettige Haut haben. Ich weiß von der lieben Shenya, die hat das ausprobiert. Die hat zwar auch eine fettige Haut, aber geht halt in eine andere Richtung wahrscheinlich wieder. Und bei ihr lässt er sich unwahrscheinlich schlecht verteilen. Und er bröckelt vom Gesicht runter. Und das ist bei mir nicht so. Also ich verstehe, was sie meint, wenn sie sagt, es bröckelt runter, weil du hast, wenn du ihn aufträgst, so eine matte Schicht auf dem Gesicht. Und das gefällt mir halt unwahrscheinlich gut. Er lässt sich tatsächlich nicht so einfach auftragen. Ich gehe her, verteile meine Punkte im Gesicht und dann creme ich das ein. Und dann muss ich im Moment warten und creme nochmal weiter. Und dann funktioniert das auch.
Also dann ist der Sonnenschutz auch weg, Gott sei Dank. Aber den Hals vergesse ich trotzdem hin und wieder. Jetzt habe ich den Hals mit eingecremt, aber ich muss jedes Mal, wenn ich so Bilder von UV-Schäden sehe und die Leute eben den Hals immer vergessen haben und man das halt richtig sieht, denke ich mir immer, Scheiße, ich krieg das einfach nicht hin. Das Teil hier kostet 15 Euro. Das ist ein Preis, der in Ordnung ist. Ich habe ja schon für die Visan Sonnencreme so viel bezahlt. Das ist wirklich in Ordnung. Allerdings verbraucht sich natürlich das Produkt recht schnell, wenn du eben das besagte Kram ungefähr auf dem Gesicht aufträgst. Aber es ist halt echt auch wichtig. Und vor allem für die Leute, die wie ich eben eine fettige Haut haben, ist es halt echt toll, weil es mattiert leicht ab. Was ich mache, ist, dass ich hergehe und drunter meistens AHA, manchmal auch AHA und BHA auftrage, weil das bei mir einfach die Wirkung hat, wenn die Poren befreit sind, dann fettet meine Haut nicht so schnell nach und dann kann ich ein bisschen länger mit dem Produkt aushalten, das definitiv. Kommst du damit klar? Wie ist dein Hauttyp? Hast du es ausprobiert? Schreib es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Davon profitieren meine Zuschauer immens. Denn nicht ein jeder hat die gleiche Haut. Und ich habe ja schon von meiner Zuschauerin erzählt, die eben auch fettige Haut hat und die mit der Creme aber gar nicht zurechtgekommen ist. Also schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare, wie du damit zurechtgekommen bist und vergiss deinen Hauttyp nicht. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Ich erinnere dich nochmal an die Playlist. Da guckst du mal rein. Da findest du alle Videos, die ich bis jetzt in der Woche gemacht habe. Es kommen noch zwei Videos. Ich freue mich unheimlich drauf. Ich sage danke fürs Einschalten und bis morgen. Tschüss.